Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Jahr 119 wieder von der Auf Bergmann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen Biogas verkauft. Vielen, vielen Dank für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare dazu. Ja, und in der heutigen Folge kümmern wir uns mal ein bisschen um unsere Obstplantage. Nämlich da werden wir in der heutigen Folge uns ein wenig um den Honig kümmern. Und werden dann in der nächsten Folge, ne, weil einige hatten es geschrieben, vielen Dank auch nochmal für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare dazu, ein wenig um den Apfelsaft oder die Apfelsaftproduktion kümmern. Ne? Ist auf jeden Fall ganz cool. Es gibt viele Dinge, die wir hier auf jeden Fall noch zu erledigen haben. Ich fahre jetzt einmal hier den Biogas-Trailer einmal kurz weg. Ne? Den haben wir ja genutzt. Ne? Leute, ne, haben wir vielleicht einen kleinen Tipp. Ne, als Pro, nur wenn ihr einen Screenshot seht, macht euch trotzdem vielleicht mal die Mühe, das Video zu schauen. Denn ich habe in der letzten Folge gezeigt, wo man den Universal-Gastank findet. Und auch gesagt, dass man das LSFM-Tankpack dafür benötigt, sowie die aktuelle Version 1.0.0.81 der Hof Bergmann. Und dann habt ihr diesen Trailer. Ne? Wie gesagt, ne, einfach mal ein bisschen nicht nur das Thumbnail gucken und dann fragen, sondern einfach vielleicht auch mal, wenn ich mir die Mühe mache, ein Video zu machen, das vielleicht auch mal komplett anzuschauen. Das vielleicht nur so als kleinen Tipp. So, ich würde sagen, den parken wir gleich hier vorne. Und dann habe ich beim Shop schon ein bisschen was vorbereitet. Da steht nämlich der Gator. Ne? So heißt es, glaube ich, nicht Gator. Ich spreche mal alles Englisch aus. Aber ich glaube, der heißt Gator. Ne? Sei es drum, der kleine John Deere. Den kennt ihr ja schon. Und den werden wir dann gleich nutzen, um auf jeden Fall ein wenig Honig zu produzieren. Nämlich da habe ich schon ein paar Honigwaben gekauft. Gucken wir uns gleich auch nochmal an. Und ja, wenn euch das Ganze gefällt, ne, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt auch gerne einen Kommentar dazu. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, Glocke aktivieren, Leute. Ne? Es geht auch wieder weiter. Morgen gibt es wieder Bella Italia. Da geht es dann auch weiter morgen dort. Und ansonsten, ja, werden wir jetzt hier mal gucken, dass wir den Trailer hier mal so ein wenig einparken. So, mehr oder weniger. Schlecht oder recht. Kurz gleich mein Kabel vom Headset irgendwie. Ja, vom Kopfhörer mal ein bisschen anders platzieren, weil das macht gerade komische Geräusche. Ich hoffe, ihr hört das nicht. So, da steht er. Ne? Schöner Universal-Gas-Trailer. So, warte mal. Ich muss mal kurz ein Kabel hier bisschen anders legen, weil mich das gerade persönlich hier so ein bisschen belastet und stört. So, das haben wir erledigt. Und dann tappen wir mal durch bis zu unserem Gator. Wo ist der denn? Mal kurz gucken hier. Da ist er. So. Pro jeweiliges, pro Bienenstock brauchen wir Wabenrähmchen. Ne? Wabenrähmchen findet ihr hier. Ne? Objekte im Karaibedarf. Ne? Da braucht ihr einmal die Honigschleuder. Zwei Stück pro Honig. Pro Honig oder pro Bienenstock, ne? Honig, Bottich, Honig für die Honigwaben zum Rausnehmen und Lebenbienen und so einen kleinen Eimer. Mehr braucht ihr nicht, um das Ganze nutzen zu können. Ich würde sagen, wir fahren mal direkt los und werden jetzt hier rüberfahren zu unserer jeweiligen Obstplantage. Ne? Die ist halt im unteren Bereich der Karte. Wir werden natürlich auch gucken, dass wir nicht geblitzt werden. Die Silphie ist, glaube ich, nach wie vor immer noch am Wachsen. Werden wir dann bald mit unserem neuen Häcksler bald mal testen. Da freut ihr euch auch alle schon sehr drauf. Habt ihr auch schon geschrieben. Und in dieser Woche gibt es leider keine Streams mehr. Aus persönlichen Gründen gibt es diese Woche keine Streams. Auch der Kochstream wird leider nicht stattfinden. Wann der wieder nachgeholt wird, aktuell noch kein Plan. Müssen wir mal gucken. Aber ab nächste Woche Dienstag geht es wieder weiter mit Streams. Auf Twitch, ne? Schaltet auch gerne wieder ein. Und dann werden wir mal gucken. Ne? Am gestrigen Tage kam ja die Info raus, und zwar, dass es Crossplay gibt. Ne? Das heißt, PC-Spieler können mit Konsolenspieler spielen. Ne? Voraussetzung ist natürlich, dass die gleichen Mods vorhanden sind. Viele denken dann auch direkt, dass die auf Bergmann für die Konsole kommen wird. Nein, wird sie nicht. Ne? Das heißt, alle Mods, die Mod-Hub sind, ne, können dann auch, ja, über Crossplay dementsprechend genutzt werden. Das heißt, wenn ich eine Konsole habe und die gleichen Mods habe wie halt der PC-Spieler, kann ich im LS22 zukünftig natürlich dann auch gemeinsam spielen mit Freunden von der Konsole. Ne? Natürlich ist das immer so ein bisschen slotabhängig. Das heißt, der mit der geringsten Slotanzahl
der bestimmt dann auch, wie viele Fahrzeuge man kaufen kann. Aber ansonsten ist es eine coole Sache, dass man jetzt auch plattformübergreifend, egal ob man eine PlayStation hat, eine Xbox, einen PC, Mac und so weiter, dass man untereinander spielen kann. Und es gibt auch die Möglichkeit, dann auch Server zu mieten, ne? Auch Spielstände zu hosten. Das ist auf jeden Fall auch ganz cool. Dazu gibt es dann Anfang Oktober Infos hier auf dem Kanal. Kann ich euch schon mal darauf vorbereiten oder könnt ihr euch schon mal darauf vorbereiten. Und wenn ihr sagt, yo, LS22, habe ich voll Bock drauf, habe ich noch gar nicht vorbestellt, nutzt gerne den Link in der Videobeschreibung. Nämlich da könnt ihr gleichzeitig den Kanal unterstützen und könnt entweder den LS22 direkt bei Giants vorbestellen und den Season Pass. Oder wenn ihr sagt, nö, ich hätte gern schon alles, also Season Pass Year One, dann könnt ihr direkt alles bestellen. Wenn ihr Lust, Bock und Laune habt, vielen lieben Dank nochmal für alle die Leute, die diesen Link in der Videobeschreibung schon genutzt haben. Danke dafür. Ja, und wir fahren jetzt weiterhin rüber hier zu unserer schönen, schicken Obstplantage. Ja, und werden dann gleich ein bisschen Honig machen. Nämlich das ist heute der Inhalt dieser Folge. Honig. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns um die Äpfel, weil da habt ihr gesagt, guckt doch da mal wieder vorbei. Jo, machen wir. Ich lese mir natürlich immer fleißig eure Kommentare durch. Ihr habt auch viele Tipps geschrieben, auch bezüglich der Bella Italia, welchen Trailer wir nehmen sollen oder ob wir vielleicht einen anderen Atlada nehmen sollen. Auf jeden Fall wird es wieder großartig. Morgen Bella Italia, neues Let's Play auch gestartet, seit vorgestern, und zwar Gas Station Simulator. Schaut auch da gerne mal rein. Ja, ist auch ein richtig cooler Titel. Und ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal hier diese Bottiche hier aufladen und dann natürlich das Ganze abfüllen, dann wieder auffüllen und so weiter und so fort, und dann wird dann auch gleich die Honigschleuder im Einsatz sein und dann werden wir leckeren Honig abfüllen, der natürlich vom Ertrag her oder vom Geld her natürlich nicht so viel Geld bringt, aber ich habe schon mal erwähnt, ne, mir ist das vollkommen Rille, wie viel Geld ich jetzt mit was, wo, was, wann, wie verdiene. Und deswegen ist das für mich so ein bisschen ohne Relevanz. Ich mache das einfach, weil ich Spaß dran habe, weil ihr Spaß dran habt und weil ihr da auch danach gefragt hattet in den Kommentaren. Deswegen machen wir das natürlich. Und gucken uns die ganzen Sachen nach und nach mal so ein bisschen an. Huch, ja, das war eher nicht gewünscht. Aber man kennt es. So. Ich packe hier auch nochmal was drauf. Ich werde auch gleich die Spanngurte dann nochmal lösen, damit wir das hier auch gleich rüberpacken können. Zwei packe ich mal direkt hier vorne hin. Und dann zeige ich euch, wie man das Ganze hier nutzt, wie man das Ganze hier ready macht. Die Bienchen müssen wir natürlich auch gleich wieder auffüllen. Und dann gucken wir uns das gleich an, ne? Es wird auf jeden Fall cool. So, die Bienen, die können wir, glaube ich, sogar jetzt schon auffüllen. Ne? Ich weiß es gar nicht, muss mal gerade kurz gucken. Können wir die schon auffüllen? Nee, können wir noch nicht. Sehr gut. Auf jeden Fall, das ist voll, ihr seht's. Ne? Müssen wir dann gleich noch aufmachen. Und da können wir das Ganze gleich auffüllen. Und ich mache jetzt nochmal hier diesen Bottich hier nochmal dran. Und da können wir das Ganze gleich ready machen. So, dann machen wir hier noch einmal fix. Dann machen wir das auch nochmal fix. So, dann fahren wir einmal vor zu den jeweiligen Bienenstöcken. Wichtig ist, ihr müsst natürlich das Grundstück unten kaufen, ne? Weil viele schreiben auch immer, ich kann da nicht rein und so. Ihr müsst Grundstücke kaufen im LS19. Wie sich das im LS22 verhalten wird, klar, Grundstücke werden auch gekauft, aber ich glaube, da geht es ein bisschen anders. Und was auf jeden Fall auch cool sein wird, die coole Charaktere, die man erstellen kann. Ne? So, das Ding ist jetzt voll. Ne? Seht ihr. So, wir können jetzt hier Bienen, glaube ich, sogar schon nachfüllen. Macht er das schon? Jo, Bienen hat er nachgefüllt. Die müsst ihr auch immer nachfüllen. Da sonst bekommt ihr nämlich weniger Honig. So, jetzt haben wir hier Honigwaben ready. 25, also 25 Liter entspricht das Ganze. Dann einfach hier mit diesen Bottichen hier hinlaufen und R drücken. Und dann füllen die sich. So. Zwei Stück braucht ihr immer. Ihr braucht auch immer zwei Stück, Honigwaben, um das Ganze zu befüllen. Ihr bekommt, wie gerade gezeigt, alles beim Shop. Ne, und dann sind wir hier ready. War jetzt 99% voll. Ist einfach so. Ja, da können wir jetzt hier jetzt schon mal zur Honigschleuder gehen.
mit E einsteigen, N öffnen, dann einfach hier diese Bottiche hier reinpacken. Dann müsst ihr halt den Trigger abwarten. Die Anzeige hier, die ich mit M ein- und ausschalte, ist die Objektinfo-Tool. Alle Mods, die ich verwende, findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ja. Und wenn die Mods dort nicht aufgeführt sind, sind sie entweder Standard oder sie sind halt ja, aus einem DLC. Ne, die Kostenpflicht sind auch da, sind alle Links natürlich drin. So. Und für die Leute, für die Hof Bergmann vielleicht komplett neu ist, schaut gerne da mein Tutorial-Video an, wo ich euch erkläre, wie ihr am einfachsten das Ganze installiert. So, das Ding ist voll. Das heißt, die Kisten hier können wir wieder beiseite stellen. Dann einsteigen wieder mit E, N, Enter, um das Gerät zu starten. Und dann B drücken. Mit dem F1-Menü seht ihr, es dauert genau 2 Minuten. Solltet ihr aussteigen und das Ganze sollte ausgehen, bitte hier den automatischen Motorstart ausmachen. Ne? Dann müsst ihr das mit Enter einmal kurz bestätigen. So, jetzt haben wir hier noch den ganzen Spaß. Das heißt, wir müssen jetzt hier hinten einmal wieder das Ganze auffüllen. Also sprich hier einfach den Honig draufpacken oder die neuen Wabenrähmchen, die neuen, die ich gerade eben gekauft habe. Und die platziert ihr dann und dann kommen dann die kleinen süßen Bienchen hier raus. Echt eine Top-Geschichte. Ich finde die Hof Bergmann mit den ganzen Kleinigkeiten auf jeden Fall sehr, sehr schön, habe ich schon mehrfach gesagt. Also meiner Meinung nach eine der schönsten Maps, was die Produktion angeht, mit Micromanagement und so weiter. Ich mag das ja sowieso. Hatte ich ja schon in zahlreichen Videos ja schon gesagt. Und es macht halt einfach verdammt viel Spaß, hier auf dieser Map unterwegs zu sein. Ne? Dann einfach wieder zuklappen. Und jetzt seht ihr hier die schönen Bienchen einfach fliegen. Ne? Da sind sie. Bienchen und Blümchen. Ihr kennt es wahrscheinlich. Ja, und dann fahren wir jetzt zum nächsten. Und machen da das Ganze auch wieder voll. Huch. Gucken wir mal hier. So. Schauen wir mal. Das passt soweit. Tippitoppi. Und gehen dann hier einfach mal ran. So, können wir das wieder lose machen. Dann können wir das Ganze hier wieder öffnen. Und packen jetzt hier auch die Bienchen wieder rein. Ihr seht, 20.000, das Ganze ist wieder gefüllt. Jetzt müssen wir natürlich noch das Ganze wieder rausholen mit der Taste R. Ne, einfach in der Hand halten und das Ganze dann rausholen. Und da passt das Ganze dann auf jeden Fall soweit. Sehr schön. Den zweiten machen wir auch noch voll. Und da können wir das Ganze gleich wieder befüllen. Das läuft immer nach demselben Prinzip. Ähnelt sich natürlich hier. Aber nichtsdestotrotz verbringen wir einfach mal wieder eine Folge mit dem schönen Bienchen hier. Und ja, da passt das Ganze. Dann können wir das gleich wieder aufladen. Packen natürlich wieder neue Wabenrebchen rein. Können das andere dann hier wieder sortieren. Und da fliegen sie auch schon wieder. Der Sound, der ist auch echt cool. Ich mag das mit dem Bienchen hier. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gestaltet. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Machen wir das auch nochmal fertig hier. Und dann schauen wir einfach mal. So. Das Ding ist auch voll. Das heißt, Klappe zu, Affe tot. Ne, hier haben wir die Wabenrähmchen. Und können die dann jetzt hier wieder ganz normal hier reinpacken. Da haben wir die zweite volle. Und da können wir gleich schon leckeren Honig abfüllen. Das können wir mal zwischendurch mal eben kurz machen, weil das natürlich auch immer einiges an Zeit benötigt. So. Sehr schön. Gucken wir mal hier. So, es ist fertig. Da können wir die Taste B drücken. Ja, und da können wir mit der Taste I können wir jetzt den leckeren Bienenhonig hier abfüllen. Ja, da ist er. Da fließt er raus. Echt eine coole Geschichte und es bringt, wie gesagt, nicht viel Geld. Verkaufspunkte seht ihr natürlich immer hier, weil auch viele immer noch fragen, wo kann ich was verkaufen? Ne, es steht halt einfach hier und da müsst ihr das Ganze halt einfach euch nochmal anschauen. Wichtig ist, das Ganze bezieht sich immer auf 1000 Liter. Ne? Das ist ganz wichtig. Ne? Also wir haben jetzt hier 25 Liter drin. Ist jetzt nicht so viel, wir können das Ganze wieder aufklappen und könnten dann jetzt gleich die nächste wieder befüllen. Ne? Und so weiter und so fort. Das heißt, hier sind wir ready. Wir fahren jetzt weiter zur dritten. Wir haben insgesamt 4 Stück hier an der Zahl, die wir hier befüllen können und die wir auch wieder lose machen können. Ich mache den Motor jetzt einfach mal aus. So, mal ein bisschen an die Umwelt denken. So, dann machen wir das Ganze wieder auf. Schmeißen hier die Bienen wieder rein.
Ja, die müsst ihr übrigens auch beim Händler kaufen. So, dann ist das Ganze wieder voll. Und dann können wir jetzt hier die Rähmchen von hier vorne nehmen. Und können das Ganze dann wieder hier soweit abfüllen. Sehr schön, sehr schön. Also einfach wieder ranlaufen, R drücken. Und dann befüllt sich das Ganze. Manchmal müsst ihr so ein bisschen gucken vom Trigger her. Müsst, glaube ich, so halb rechts stehen. Genau, so ein bisschen schräg. Und mit der mittleren Maustaste könnt ihr übrigens, wenn ihr die gedrückt haltet, könnt ihr übrigens das Ganze drehen. Da sind immer noch manche sehr verwundert, dass das geht. Und fragen dann, ob es seit dem LS 19 erst möglich ist. Nee, das gab es auch schon im 17er. So, dann haben wir das auch voll. Sehr gut. Dann können wir jetzt hier wieder die neuen Wabenrähmchen hier reinplatzieren. Das passt soweit. Und dann gucken wir einfach mal weiter hier. Dass wir das dann noch gefüllt kriegen. Die verschwinden dann automatisch, ne? Dann haben wir hier noch einen. Das ist dann auch schon ready. Sehr cool. Ja, und so läuft das dann. Das Ganze können wir dann verkaufen, je nachdem, wo ihr es gerne verkaufen möchtet. Das bleibt euch natürlich, ja, könnt ihr natürlich selbst entscheiden, wo ihr das Ganze dann loswerdet. Ich platziere das jetzt mal hier. Und einmal da. Und dann werden wir den ganzen Spaß dann gleich noch einmal machen. Und werden den Rest dann, huch, da ist was runtergefallen. Werden den Rest dann gleich nochmal abfüllen. Ich packe die anderen schon mal ein Stückchen weiter hier rüber. Damit wir da auch gleich ein bisschen besser drankommen. So, tippitoppi. Da seht ihr es mit den schönen Bienen, ne? Die fliegen hier und summen. Ich finde das echt klasse. Also ist echt ein geiles Feature. So, wir machen das Ganze nochmal kurz fest. So, dann fahren wir zur letzten Station hier. Da müssen wir das gleiche nochmal machen. So, machen den Motor mal wieder aus. Also in welcher Reihenfolge ihr das macht, ist auch vollkommen egal, ne? Also mit Befüllen und so weiter. Das ist vollkommen unrelevant. Ihr könnt jetzt auch erst die Wabenrähmchen rausnehmen und dann hier die Bienen reinpacken. Ich habe mir das irgendwie so angewöhnt. Da ist natürlich auch jeder anders. So, das haben wir soweit fertig. Dann können wir jetzt hier den ganzen Spaß wieder ready machen. Wie gesagt, ihr müsst das manchmal so ein bisschen drehen. Halb rechts, halb links. Und euch so ein bisschen halb rechts davor stellen. Und dann passt das Ganze, ne? So ungefähr. Na, am besten, dass diese Markierungen quasi nach hinten zeigen. Das habe ich so festgestellt. Kann natürlich auch mal anders sein, aber das müsst ihr halt einfach mal für euch so ein bisschen selber ausprobieren. Huch, oh, schmeißt da schon wieder alles weg hier. Verdammt. So, dann haben wir das auch ready. Na, ihr könnt ja auch frei platzieren, ne, die jeweiligen Bienen. Stöcke, ne, die könnt ihr auch kaufen. Gibt es als separaten platzierbaren Punkt. So, jetzt schmeißen wir den Kram hier noch rein. Und dann summen sie wieder. So, da geht's wieder los, da fliegen sie wieder. Sehr schön. Oh, es gibt wieder leckeren Honig. Ne, schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch gerne Honig esst. Ob ihr dann eher frischen Honig kauft oder eben halt eher halt aus dem Discounter oder aus dem Supermarkt oder so. Würde mich mal gerne interessieren. Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. So, wir sind fertig hier. Das heißt, wir können jetzt hier noch die Bienen wieder aufladen. Verzuren dann alles. So. Und werden dann nochmal eine Portion abfüllen. Ihr seht auch hier schon hier die Äpfel. Da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir lecker Apfelsaft herstellen. Den Apfelsaft werden wir dann mit dem Juice Maker pressen und werden den dann wieder in unserem Keller einlagern. Und dass wir leckeren Wein bekommen, das werden wir dann auch noch machen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall jede Menge zu tun. Wir können gleich nochmal kurz einen Blick auf die durchwachsene Silphie werfen, ob die jetzt schon soweit ready ist. Das machen wir jetzt gleich nochmal. Ich mach mal die Gurte wieder fertig. So. Das heißt, wir können jetzt hier wieder den ganzen Spaß einfüllen. Ja, dann schmeißen wir die Honigschleuder gleich wieder an. Dann werfen wir mal kurz einen Blick auf die Karte. Ja, und dann sind wir auch schon durch hier mit dem ganzen Honigkram. Ne? Den können wir natürlich noch zu Beginn der nächsten Folge vielleicht noch verkaufen. Oder wir nehmen das mit, wenn wir dann auch den jeweiligen Apfelsaft in die Fässer abgefüllt haben. Das wollen wir ja auch noch machen.
Sehr schön, sehr schön. Dann haben wir das auch noch. Tippitoppi. Dann wieder einsteigen, zumachen. Und B drücken. Jetzt dauert es wieder 2 Minuten. Wir werfen nochmal kurz einen Blick auf die Wachstumskarte. Nämlich hier haben wir auf diesen beiden Feldern durchwachsene Silphi. Hier haben wir Soja. Hier haben wir 2 Rapsfelder ausgesät. Wir gucken mal kurz. Erntereif. Yo, es ist erntereif. Ne? Es ist erntereif. Bedeutet, wir würden auf jeden Fall jetzt hier das Ganze noch an der Obstplantage hier noch ready machen. Das heißt, die Äpfel pflücken, ja, die haben wir hier in der nächsten Folge. Ja, jetzt werden wir gleich noch ein bisschen, oder werde ich gleich hier noch ein bisschen was abfüllen, sodass wir da auch noch leckeren, leckeren Honig haben. Ja, es geht auf jeden Fall weiter und dann werden wir hier mit dem schönen Fahrzeug hier, guck ich das mal an hier, ah, sehr schön international. Ja, und hier dieser schönen verstellbaren Gabel werden wir alles hier in den Juice Master reinpacken und werden dann richtig schön, schön aus dem Apfelsaft hier das Ganze in die Fässer pressen. Ja, also abfüllen dann. Das wird auf jeden Fall auch ganz cool. So. Cool wäre auch, wenn man die Äpfel einzeln pflücken könnte. Schade, geht leider nicht. Aber das werden wir, wie gesagt, in der nächsten Folge machen. Muss mal kurz ein bisschen für Ordnung sorgen. Zack. So, wir warten mal eben kurz. 44 Sekunden. Kann ich den Rest hier auch schon mal abladen. Hier die Bienchen, die ich immer hier auf Halde habe. Die kann ich jetzt einfach mal hier schon mal wieder hinlegen. Und auch die anderen Sachen, die räume ich da jetzt einfach mal eben halt kurz hin. Da kann ich das Ganze gleich wieder abfüllen. Und kann ja, damit mit diesen jeweiligen Eimern das Ganze gleich wieder abfüllen. Das ist ja wirklich tipptopp. Das F1 nehme ich mal wieder aus. So, das müssen wir einmal drehen, weil das geht nicht nur so rum rein. Dann haben wir das auch soweit fertig. Sehr schön. So, stapeln wir einfach mal hier so im Dreierpack. Und dann sollte jetzt frischer Honig da gleich rauskommen. Das mal an. So, fertig ist er. Jo, wir können hier drauf drücken. So, das Ganze ist jetzt gefüllt. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel 2 nebeneinander habt, füllt er die automatisch mit ab. Ich finde es auf jeden Fall ganz gut und ja, Leute, ich würde sagen, ich mache jetzt den Rest noch fertig. Bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gilt wie immer, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt auch gerne einen Kommentar dazu und dann sage ich mal bis dahin. Tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.